Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 10 Minuten Live, dem Facebook-Talk der Unionsfraktion. Heute ganz aktuell zu einem Schwerpunktthema. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, wenn Sie unsere sozialen Kanäle sich angeschaut haben. Wir diskutieren in der letzten Zeit sehr häufig mit Ihnen über die Themen Bauen und Wohnen. Und genau darum soll es heute auch gehen. Und damit das ein richtig guter Talk wird, habe ich einen richtig guten Gast an meiner Seite. Das ist nämlich Emmy Zöllner. Hallo, Frau Zöllner. Hi, hallo. Und Sie sind im Bundestag da unter anderem damit beschäftigt, sich politisch mit dem Thema Bauen und Wohnen auseinanderzusetzen. Und sie wird gleich mal sagen, was die Unionsfraktion bei diesem Thema so in der Zukunft geplant hat. Noch kurz der Hinweis, den ich standardmäßig gebe an der Stelle, wenn Sie sich noch beteiligen wollen mit Ihrer Fragen, wir haben schon einige gesammelt, dann gehen Sie in den Kommentarbereich, schreiben Sie uns Ihre Frage, Ihre Anregung, ich versuche das mit ins Gespräch aufzunehmen. Genau, und wir können das dann noch mit reinnehmen. Frau Zöllner, wir haben schon Fragen bekommen zu unterschiedlichen Bereichen, wenn es ums Thema Wohnen und Bauen geht. Ich will mal mit dem Bereich Bürokratie anfangen. Da hat uns Thorsten Czorlich geschrieben und er kritisiert so ein bisschen, wenn sich privater Mietwohnungsbau lohnen würde, würde es doch jeder machen. Aber Bauvorschriften würden das in Deutschland das Thema ganz schön verteuern. Auch Aretin Laura schreibt uns, sie würde interessieren, weshalb die Bauvorschriften in den letzten zehn Jahren so immens zugenommen haben und somit die Baukosten in die Höhe gegangen sind. Ist das so? Ist die Bürokratie beim Thema Bauen und Wohnen ein großes Thema? Ja, selbstverständlich ist die Bürokratie ein großes Thema und da kann man aber auch ganz konkrete Maßnahmen entgegensetzen, die wir wirklich diskutieren. Wenn ich zum Beispiel einen Bauantrag einreiche bei einer Kommune, dann wäre zum Beispiel mein Vorschlag und darüber diskutieren wir eben, dass die Kommune auch innerhalb von 8 Wochen eine Antwort darauf geben muss, weil es häufig eben sehr, sehr lange dauert. Und gleichzeitig ist zum Beispiel, wenn eben ein Bauantrag abgelehnt wird, eigentlich nur die Möglichkeit, dass man eben ein juristisches Verfahren anstrebt. Und ich fordere zum Beispiel, dass wir da vorher eine Instanz einziehen, nämlich beispielsweise ein Schlichtgespräch. Häufig ist es für mich als Abgeordnete so, dass wenn es Schwierigkeiten beim Bauantrag gibt, kommen Menschen natürlich auch auf mich zu und dann hilft es einfach, miteinander zu sprechen tatsächlich. Aber es geht natürlich weiter, wer heute bauen möchte, da ist zum Beispiel das Wasserwirtschaftsamt, die Wasserwirtschaft ist eigentlich selbstverständlich mit dabei und muss dann ihre Stellungnahme abgeben und da wäre es für mich auch einfach ein Anliegen, dass wirklich die verschiedenen Behörden zusammen in Konferenzen an einen Tisch kommen, um dann eben wirklich gemeinschaftlich einfach Bauprojekte auch zu besprechen, um dann schnell zu Lösungen zu kommen. Das zum Beispiel als ein Thema im Bereich Verfahren, aber auch zum Beispiel im Bereich Digitalisierung. Ich gebe immer noch nicht die Hoffnung auf, dass wir im Bereich Digitalisierung, dass wir da wirklich so weit vorankommen, dass am Ende die Digitalisierung auch bei Bauplänen und so weiter dazu führen wird, dass es zu einer Vereinfachung kommt. Und auch beim Gebäudeenergiegesetz, das wir jetzt neu verabschieden, werden verschiedene Gesetze zusammengeführt zu einem sogenannten Gebäudeenergiegesetz. Und soll das Ergebnis natürlich auch sein, dass eben die Verfahren vereinfacht werden, dass weniger Bürokratie dabei ist und gleichzeitig, und das ist uns als Unionsfraktion einfach ganz, ganz wichtig, dass wir eben gleichzeitig aber sagen, den Standard, die NF 16, wie sie jetzt ist, die wollen wir da nicht antasten, sondern der Standard soll einfach, was Energieeinsparungen am Gebäude angeht, soll einfach festgeschrieben werden. Aber es ist so, dass eben 30% des CO2-Ausstoßes in unserem Land eben auch durch Gebäude verursacht werden und deswegen müssen wir an das Thema ran, aber eben nicht durch weitere Verschärfung in dem Bereich, sondern tatsächlich Entbürokratisierung und Vereinfachung des Verfahrens. Hm. Uns hat auch Uwe Dietrich geschrieben, der setzt sich auch dafür ein und sagt, Baubürokratie einschränken. Jetzt haben Sie das alles so ein bisschen skizziert. Wer sind da eigentlich Ihre Partner, mit denen Sie verhandeln, am Tisch sitzen? Mit wem sprechen Sie da? Natürlich sind als erstes mal die Partner die verschiedenen Ministerien, aus denen natürlich die Verordnungen kommen. Aber wir als Politik haben auch ganz klar einen Koalitionspartner und wir als Politik diskutieren in dem Fall eben mit der SPD und aber auch der Wohngipfel, der natürlich von unserem Bundesinnenminister und auch Wohnminister und Bauminister, Wohngipfel, der da entsprechend verabschiedet wurde schon im letzten Jahr. Auch das sind eben entsprechende Maßnahmen, aus denen wir jetzt eben konkret Maßnahmen auch umsetzen. Mhm.
Ich will mal auf ein zweites Thema gehen, und zwar, da haben uns auch sehr viele Zuschriften erreicht, das Thema hohe Mieten. Ich glaube, das ist ein Thema, was zurzeit nicht nur in den Medien heiß diskutiert wird, sondern tatsächlich auch viele Menschen umtreibt. Da schreibt uns zum Beispiel Bernd Weiß, vom Reden wird es auch nicht besser, lieber anpacken. Dazu muss man auch mal gegen diese überhöhten Mieten vorgehen. Jetzt frage ich mich, kann Politik denn überhaupt was gegen hohe Mieten tun? Ich meine, das entscheidet ja letztlich der Vermieter, wie hoch er die Miete ansetzt. Nein, es gibt da natürlich auch schon rechtliche Grundlagen. Aber im Kern ist eben gegen die Antwort auf hohe Mieten einfach ein Maßnahmenbündel. Es ist eben keine einzelne Maßnahme, die hier wirkt, sondern wirklich verschiedene. Und eine Antwort ist natürlich bauen. Ich muss bauen, um da eben den Markt sozusagen größer zu machen. Und der zweite Punkt ist aber auch, weil wir das Thema Subjektförderung und Objektförderung bei uns diskutieren. Also bei der Subjektförderung, das bedeutet eben, dass sozusagen der Mensch gefördert wird, und bei der Objektförderung wird durch den sozialen Wohnungsbau sozusagen eine Förderung für das Gebäude gegeben. Und da unterstützt, da haben wir auch eine Novelle beim Wohngeld angestrebt, und das wird dazu führen, dass wir 660.000 Haushalte tatsächlich auch entlasten. Und es gibt vor allem dadurch, dass wir eine zusätzliche Mietstufe eingezogen haben, eben auch eine Antwort auf die gestiegenen Mieten beispielsweise in München, und das ist uns auch ein Anliegen. Aber ganz klar ist auch, dass wir natürlich den ländlichen Raum betrachten müssen. Eine Antwort, um eben die Mietpreise in den Ballungsräumen stabil zu halten, ist natürlich tatsächlich auch den ländlichen Raum zu stärken, und auch da, dies tun wir durch das Thema Infrastrukturförderung oder eben, dass wir dort natürlich auch Schulen, Kindergärten, ganze sozialen Struktur aufrechterhalten. Also, dass wir also insgesamt einfach den ländlichen Raum attraktiv halten, das tun wir auch ganz konkret. Wir senden jetzt gerade hier aus Berlin, aus dem Deutschen Bundestag. Jetzt konnte man lesen, Berlin will jetzt so einen Mietendeckel einführen. Also die möchten so die Mieten für eine gewisse Zeit einfrieren. Ist das eigentlich eine gute Idee? Klingt doch erstmal ganz gut. Ich halte das für keine gute Idee, weil ja dadurch keine einzige Wohnung neu gebaut wird. Es ist ja auch bei der Mietpreisbremse so, dass wir ganz klar und auch geeint mit dem Koalitionspartner SPD ins Gesetz reingeschrieben haben, dass eben die Mietpreisbremse für eine gewisse Zeit gilt und dass aber parallel dazu die Maßnahmen für Neubau auch tatsächlich auf den Tisch gelegt werden müssen. Also ich muss eben, um irgendwann eine Entspannung zu erreichen, die nicht nur kurzfristig ist, sondern die länger ist, muss ich in jedem Fall dafür sorgen, dass eben neu gebaut wird. Und ganz nebenbei tun wir auch das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft dadurch einfach aushebeln. Und das finde ich insgesamt schwierig. Okay, jetzt habe ich verstanden, Sie sind gegen den Mietendeckel. Wie sieht es denn mit Enteignung aus? Weil das ist ja auch so ein Thema, was gerade durch die Medien gegeistert ist. Könnte man nicht ein paar große Vermieter enteignen und dann sagen, der Staat ist eigentlich der bessere Vermieter? Ich würde nicht sagen, dass der Staat der bessere Vermieter ist. Es sind 2/3 der Vermieter auch Kleinvermieter. Ich wüsste nicht, wie der Staat das alles abfangen soll. Das ist ja immer eine Mehr, dass immer alles nur große Wohnimmobilien große Konzerne sind. Das ist ja nicht so. Auch da gilt das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, wo wir ganz klar eben sagen, die ist natürlich auch darauf angelegt, eben einen Wert zu schaffen. Und das ist eben keine Planwirtschaft. Und deswegen halte ich das einfach insgesamt für sehr, sehr schwierig. Wir müssen eine Antwort geben, selbstverständlich. Ich kann es persönlich sogar nachvollziehen, dass man in Berlin sagt, ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll, ja, und aus lauter Verzweiflung bringe ich eben dieses Thema auf. Aber faktisch empfinde ich es so und ist es so, dass es einfach nicht richtig ist und dass es keine einzige neue Wohnung schafft. Und das muss das Ziel sein, dass wir tatsächlich mehr Wohnungen schaffen. Ich will mal Sonja K. mit reinnehmen in die Runde. Die hat nämlich sehr konkret uns geschildert, dass sie gerade dabei ist, nicht nur eine Familie zu gründen, sondern auch überlegt, sich zum ersten Mal mit dem Thema zu beschäftigen, ein Haus zu kaufen und das vielleicht auch zu renovieren. Sie hatte offensichtlich schon ein bisschen was im Blick. Jetzt ist die Frage, bekommt sie da Unterstützung vom Staat? Ja, wenn sie das tun würde? Ja, sie bekommt Unterstützung vom Staat. Es sind eben zum Beispiel das Baukindergeld, haben wir in dieser Legislatur entschieden, was wirklich eine hohe Nachfrage auch hat, was gut läuft. Es sind eben pro Kind 1.200 Euro im Jahr auf 10 Jahre. Und es ist dann eben zusätzlich in den Ländern, zum Beispiel durch das Baukindergeld Plus in Bayern gibt es noch was obendrauf oder eben die Eigenheimzulage. Auch das ist in den unterschiedlichen Ländern möglich, also dass man eben von Seiten des Bundes hier ganz klar ein Signal sieht. Familienpolitik bedeutet eben auch Förderung eben von Wohneigentum, und deswegen haben wir das auch so entschieden.
Also hier der Hinweis an Sonja, nehmen Sie einfach mal das Baukindergeld so ins Visier, das kann Ihnen tatsächlich was bringen. Sie hat jetzt davon gesprochen, sie möchte vielleicht ein altes Haus kaufen und renovieren. Das geht auch mit dem Baukindergeld. Ja, das geht auch mit dem Baukindergeld sehr gut. Sie haben auch gesagt, ansonsten bauen, bauen, bauen. Aber um bauen zu können, braucht man Bauland. Ja, jetzt sagt die Unionsfraktion, Bauland schaffen. Was ist da die Idee? Wie kann man das erreichen? Also was uns ein Anliegen ist, das zum Beispiel ein Brachenprogramm tatsächlich zu etablieren. Da kämpfen wir im Moment ganz massiv mit dem Finanzminister, dass wir dafür auch Fördergelder bekommen, weil es natürlich das Sinnvollste ist zu sagen, man hat eine Brache oder man hat eben ein altes Haus und es wird weggerissen, irgendwo im Ortskern oder eben im Stadtkern und da entsteht dann eben neuer Wohnraum da drauf. Das haben wir in Bayern mit der Nordostbayern-Offensive so gemacht. Dort werden die Kommunen mit 90% unterstützt. Die bekommen 90% Förderung, wenn sie eben ein altes Gebäude aufkaufen, wegreißen und dann eben sozusagen neues Bauland dann tatsächlich auch schaffen. Und das ist so eine Antwort. Aber natürlich, finde ich, müssen wir auch einen steuerlichen Anreiz setzen. Nichts tun ist für mich an dieser Stelle, finde ich, absolut katastrophal und könnte ich nicht verantworten. Und deswegen sage ich auch, wir müssen über steuerliche Förderungen und Entlastungen sprechen. Beispielsweise sind natürlich viele Flächen auch im inneren Bereich, also nur als ein Beispiel, eben auch die Landwirtschaft hat natürlich Flächen. Und wenn Flächen für Mietwohnungsbau zur Verfügung gestellt werden und eben gleichzeitig dieser Erlös eben in Mietwohnungsbau investiert wird, dann kann ich mir vorstellen, dass man das eben auch steuerfrei stellt. Und solche Maßnahmen müssen wir einfach ergreifen, um eben eine Antwort darauf zu geben, wie kommen wir eben am Bauland ran. Sonst besteht auch kein Anreiz, tatsächlich Bauland zur Verfügung zu stellen. Mit Blick auf die Zeit nähern wir uns so langsam dem Ende unseres Facebook-Lives. Aber ich habe noch eine Frage und die wird Ihnen sicherlich gefallen, denn Sie kommen ja aus Bayern. Vielleicht können Sie Ulrike da ganz gut verstehen. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie eigentlich lieber auf dem Land leben würde. Ja, die Ulrike ist super. Ich bin zu spitze. Also sie liebt das Landleben, aber wegen des Jobs in die Stadt ziehen musste. Und deshalb kommt der Kauf einer eigenen Immobilie für sie nicht in Frage. Jetzt frage ich mich, dieses Phänomen, dass Menschen vom Land, von ländlichen Regionen in die Stadt ziehen, das ist gerade, glaube ich, ein weit verbreitetes. Kann da Politik irgendwas tun, dass die Leute, die vielleicht lieber draußen wohnen wollen, außerhalb der Ballungszentren auch gar nicht reinziehen müssen? Ja, natürlich können wir was tun. Es ist ein Megatrend, Urbanisierung, aber unser politisches Ziel muss natürlich sein, die ländlichen Räume attraktiv zu halten und dazu, vorhin schon angesprochen, gehört einfach eine gute Infrastruktur, ein guter öffentlicher Personennahverkehr, es gehört eine gute Gesundheitsversorgung, soziale Struktur, Kita, Schule, natürlich auch ein kulturelles Angebot und die Landschaft ist sowieso wunderschön und dann ist das zwei entscheidende Faktoren noch natürlich ein Glasfaseranschluss, das ist eben natürlich brauche ich schnelles Internet und ich brauche den Arbeitsplatz dort. Und jetzt, wenn wir natürlich mal ganz extrem denken, dann wäre eine Antwort oder wie man sofort eine Lösung finden könnte, wenn wir zum Beispiel im ländlichen Raum die Steuern für Unternehmen komplett abschaffen würden. Dann würden sofort alle Arbeitsplätze in den ländlichen Raum verlagert werden und dann hätten wir sofort eine Antwort. Jetzt weiß ich auch, dass das nicht realistisch ist, aber natürlich wird es versucht. Über die Gewerbesteuer ist es jetzt schon so, dass einige Kommunen wirklich ihre Kommunen auf Vordermann gebracht haben, indem sie es eben durch eine niedrige Gewerbesteuer erreicht haben, dass sich ganz bewusst Unternehmen dann im ländlichen Raum auch ansiedeln. Und das kann eben eine Antwort sein auf die überhitzte Situation in den Ballungsräumen, die wir geben können und auch geben wollen. Und ich setze mich in meiner Region immer dafür ein, dass wir zum Beispiel den Schienenverkehr auch weiter vorantreiben, aber auch, dass Straßen gebaut werden. Und das unterscheidet uns auch von den Grünen. Wir erzählen nicht, das Märchen, dass eben irgendwelche Arbeitsplätze ohne Infrastruktur irgendwo geschaffen werden können. Und wir erzählen auch nicht das Märchen, wie teilweise die Grünen erzählen, dass man eben ohne Geld energetische Gebäudesanierung hinbekommt oder dass man neuen Wohnraum schafft, ohne Fläche zu verbrauchen. Sondern es müssen realistische Antworten sein und dafür versuchen wir als Union auch zu kämpfen, auch in der Großen Koalition.
Frau Zöllner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Talk. Ich glaube, Sie haben mitbekommen, dass bei diesem Thema wirklich viel, viel los ist und vor allem sich auch viel tut und die Unionsfraktion da sehr engagiert ist. Deswegen für Sie der Hinweis, wir beenden jetzt zwar diesen Live-Talk, aber Sie können sich noch weiter an der Diskussion beteiligen, mit uns diskutieren. Schicken Sie uns einfach Ihre Fragen im Kommentarbereich. Wir geben Ihnen Antworten und würden uns freuen, auch mit Ihnen zu dem Thema in den nächsten Tagen und Wochen im Dialog zu bleiben. Aber an dieser Stelle erstmal tschüss. Tschüss, danke schön.